bis obendrein heute in weiten Teilen Deutschlands zum Frostpaket. Und damit hallo heute zur Brisant. Viel Wetter haben wir heute in der Sendung. Die Kälte hat sich den Platz vorn verdient. Klar, kaltes Wetter gehört zu so einem Winter auch dazu. Aber es gab doch einige, die das besonders zu spüren bekommen haben. Ob nun das Auto nicht angesprungen ist, habe ich zum Beispiel heute Morgen gleich erlebt. Oder der Flieger nicht kam, gab es auch. Also es gibt einiges zu berichten heute rund um den kalten Winterstart in diese Woche. Nach Deutschland nochmal. Bei Schweinfurt auf der Autobahn hat es einen schweren Unfall mit Ersthelfern gegeben. Eine Unfallsituation, die immer wieder passiert, dass gerade die, die helfen wollen, verletzt werden oder noch Schlimmeres. In diesem Fall ist es ein besonders schweres Schicksal und eine private Tragödie noch dazu. Was ganz anderes jetzt. Eine Geschichte aus der Kategorie Alles kommt wieder. Rudi Völler hat sie weltberühmt gemacht. Dieter Bohlen, Thomas Anders hatten sie auch, bei denen ganz hübsch zu Schulterpolstern. Jetzt geht's um Fokuhila. Sie erinnern sich, war so ein Frisurentrend. Vorne kurz, hinten gern schön lang. Eigentlich dachten wir ja, das sei so eine grausame Panne aus den 80ern und wir hätten sie hinter uns. Selbst Wolfgang Petri hat die Frisur nicht mehr. Aber nun ist sie tatsächlich wieder da. Und diesen kleinen Herrn hier, das ist er, hat diese Frisur weltweiten Ruhm eingebracht. Ja, also nur Mut, da geht was, besonders im Windkanal. Wir haben noch mal Nachrichten jetzt, die beginnen in Nordrhein-Westfalen. Da gab es einen tragischen Unfall mit einem Kind an einer S-Bahn. Du wachst auf und dein Leben ist weg. So beschreibt Max Rinneberg in einem Buch, was ihm passiert ist. Er ist damals 17 und stürzt und verliert dabei sein Gedächtnis. Bis heute sind seine Erinnerungen weg. Also alles, was ihn bis zu diesem Tag ausgemacht hat, Eltern, Freunde, Hobbys, an nichts erinnert er sich mehr. Wie man mit so einer Situation umgeht, wie man weiterlebt, quasi dann neu geboren wird, das ist eine sehr spannende Geschichte und davon hat er uns erzählt. Auf und dein Leben ist weg. Wahnsinnsgeschichte, erschienen auch als Buch. Prominent haben wir heute eine flotte Biene. Biene Maya kommt nämlich wieder ins Kino und da werden selbst die coolsten Rapper plötzlich wieder zu Kindern, sehr hübsch. Und dann haben wir einen prominenten Riesenfan von Helene Fischer, der kommt jetzt. Ich liebe Helene Fischer. Den Satz würde Florian Silbereisen bestimmt unterschreiben, aber gesagt hat ihn tatsächlich der Herzschmerzsänger Michael Bolden. Ein Weltstar war das in den 80ern und 90ern. Und da konnte wirklich jeder seine Songs mitsingen. Das ist zum Beispiel einer davon. Ja, das mit der Liebe zu Helene, da ist er wahrscheinlich nicht so ganz alleine. Dann wollen wir ihn gerne noch einen Film ans Herz legen. Auf der Berlinale wurde er riesig gefeiert und jetzt kommt er in die Kinos. Ein Film, der von Zusammenhalt erzählt, von Loyalität. Es ist eine wahre Geschichte. 1956 spielt sie in der DDR. Und da setzt eine Schulklasse ein Zeichen und erlebt dann die volle Härte des Systems. Eine Schweigeminute der Solidarität, die damals viel für diese Schüler verändert hat. Spannender Film, beeindruckend gespielt. Beeindruckende Geschichte, jetzt im Film. Was Schönes haben wir noch. Wir tun ja gern etwas für die Verbreitung von Baby-News. Und heute gibt's gleich zwei glückliche Eltern, die die frohe Botschaft gern mit der ganzen Welt teilen wollen. Na bitte, machen wir doch. Mit Biene Maya sind ja gefühlt Generationen von Kindern groß geworden und die kommt jetzt zurück ins Kino. Wir haben die Schauspieler, die den Figuren ihre Stimme leihen, gefragt, was sie denn für Erinnerungen haben an Maya und Willi und Flip. Bei Jan Delay war es ein kleines privates Drama tatsächlich, das ihn mit Maya verbindet. Lustige Geschichte. Biene Maya, genau, funktioniert einfach immer. Ohne Karre Gott hätte jetzt auch was gefehlt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, freuen uns auf morgen. Bis dahin, tschüss.